Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wir sind hier als Starkiller unterwegs. Eigentlich hatten wir für Darth Vader die ganze Zeit Jedi gekillt, so quasi als unsere Prüfung, ob wir tatsächlich bereit sind, mit ihm gegen den Imperator anzutreten. Aber der Imperator hat davon scheinbar Wind bekommen und so musste Vader uns umbringen. Allerdings hat er doch noch irgendwie unser Leben gerettet und jetzt sollen wir im Untergrund eine Rebellion gegen den Imperator vorbereiten, damit der ein bisschen abgelenkt ist. Ja, mit unserer Pilotin und Romance Option, Juno Eclipse und unserem Druiden ziehen wir jetzt also los und suchen irgendwie Leute, die den Imperator nerven können. Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Das stimmt ja nicht. Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis die Ost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Juhu, Schweinchen schlachten. Mal wieder. Haben wir ins Rotor noch gar nicht gemacht. Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen. Und zwar sofort. Schon unterwegs. Kann man die da auch, ist ja cool. Ja, der Bonus ist hier nämlich, glaube ich, Imperiale einzufrieren. Ich glaube, das geht auch damit. Ja, bisschen zu weit. Oder geht das nur einmal? Ah. Nee, hat funktioniert. Wir haben hier ein Problem.
Ha! Oh, 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 das war knapp. Totes Schwein. Hm, ist vielleicht hinter den Dingern hier noch irgendwo ein Holocron versteckt? Wo sind wir überhaupt? Nascha da wieder? Soll das Bespin sein? Ist natürlich gut möglich, wenn es hier mit irgendwelchen Carbonit-Einrichtungen versehen ist, dass es irgendwie eine Anspielung auf Episode 5 sein soll. In der Wii-Version war man auf jeden Fall auf Bespin hier. Aber das ist auch eine komplett andere Mission gewesen. Ja, Kamera, mach wieder mit, danke. Nix. 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 Immer noch nix. Auch nix. Ich würde raten, es bleibt bei nix. Gibst du schon auf? Oh, aber da ist was. Und wie komme ich da jetzt rauf? Einfach so? Oh, ja. Einfach so. Ein Rosan-Kristall. Ja, im Endeffekt mehr Machtenergie. Das ist in Ordnung. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, KOTOR hatte die Namen eingeführt, oder? Für die Lichtschwertkristalle. Ich glaube, die meisten zitieren halt wirklich einfach nur KOTOR, beziehungsweise KOTOR 2, wo das auch nochmal krasser vorkam. Oh, das ist verrückt. Ein Blinder und ein Narr gegen das Imperium. Na los. Ist mir nicht übel, Opa. Du bist einfach eine gute Waffe. Ach genau, damit kann man die auch einfrieren. Wie viele brauche ich? 10? Ging daneben. Mist. Das ging auch daneben, wie auch immer. Na los, kommt mit. Ich habe hier ein Problem. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. Ey, sag mal. Jagt das doch nicht hoch. Sonst mache ich das hier. Es ist das Ende. Ja. Haut der ab? Sieht so aus. Lol. Hab alle schön. Was ich mich frage, das habe ich beim letzten Mal erst bemerkt. Was zum Teufel bringt das, wenn ich hier diesen Ventilator anmache? Es reicht nicht, um mich hoch genug zu dem Datacron um die Ecke zu tragen. Da kommt man eh von der anderen Seite ran. Man selber kann auch nichts machen von oben. Hm. So, ist hier noch was? Nö, kein Gegner. Schon ein kleines bisschen böse, wie die in Carbonit eingefrorene Typen zerbrechen. Schon wieder für was reichen. Genau. Lichtschwertwurf haben wir gelernt. Ist ja auch cool. So, gehen wir das mal noch durch.
Widerstandsfähigkeit, Kampfmeditation. Ja. Okay, okay, okay. Das klingt nach einer netten Kombi, ne? Aber die werde ich, glaube ich, nicht so oft benutzen. Nehmen wir jetzt mal das mit. Oh ja, das auf jeden Fall. Gut. Den haben wir gelernt. Ja, wo bist du? Kommen doch jetzt, glaube ich, die Jet-Trooper dazu. Ja, genau. Den haben wir dazu gelernt. Ich wundere es gerade ein bisschen. Ach doch, da ist tatsächlich eins. Habe ich schon gefragt. Instabiler gelber Lichtschwertkristall. Das nützt mir wieder richtig viel. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Ich gehe lieber langsam in den Tod. Super Einstellung. Ich hoffe, dein Schiff ist nicht allzu weit weg. Hinten noch was. Sieht nicht so aus. Ups. Daneben. Da wollte ich hin. 3 von 5. Wie viel brauche ich? 200.000. Okay. Es wird ein bisschen eng. Du hast die Leute hier wütend gemacht. Ich will den mal ausprobieren, den Angriff, aber ich glaube, die sterben alle zu schnell. Oder ich krieg Dinge ins Kreuz. Es erinnert mich gleich wieder an die eine Kopfgeldjäger-Quest auf Nashadar. Das sind ja halt auch Agnats, die in einer größeren Truppe etwas steuern. Komm schon. Was? Wieso lebt der noch? Flugschweinchen. So. Der sieht sehr sympathisch aus. Nicht unvorsichtig sein.
nie im Leben zusammen. Fliegt der gerade weg? Ach, wie geil. Das ist ja wie bei Republic Commando. Das Ding überladen, also hier das Jetpack. Ich wusste gar nicht mehr, dass das geht. So, genau, das war der andere neue Move. Oh, gar nicht mal so uncool. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Die Punkte habe ich bei weitem nicht vollgekriegt. Naja, whatever. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Ja. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, wer da unten ist. Das ist die gute Leia, die, wie wir alle wissen, Adoptivtochter von Bail Organa, dem bisherigen Senator und jetzt Prince Consort. Wie heißt, ich weiß gar nicht, gibt es dafür einen deutschen Begriff? Ja, auf jeden Fall Mann der Königin von Coruscant. Wonach suche ich hier eigentlich, General? Wenn du es siehst, wirst du es schon merken. Oh, gleich das erste Datacron. Blitzschild. Aha. Komprimierter blauer Lichtschildkristall. Nö, ich bleib mal bei dem normalen. Also, optisch ist das hier schon gerade wieder richtig cool. Also, wie gesagt, relativ simpel gemacht, stellenweise. Das sind ja hinten zum Beispiel nur 2D-Matte-Paintings, aber mit der Tiefen und Schärfe schon nett. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest.
Na, die Hütte kennen wir doch. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Baba? Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. Ja, ihr habt eventuell das Logo bemerkt, was da als Wandteppich so am Eingang hing. Wie konnte man denn nochmal beikommen? So. Okay. Na gut. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Ich werde auch die Session hier beenden. Kann sein, dass wir also ein, zwei Sachen nochmal machen müssen, wenn es hier wieder weitergeht. Ich will dich aber noch umbringen. Du gehörst noch mir. Mein Name an der Tür. Du bleibst hier immer hier. So, weg da. Ciao, bis zum nächsten Mal. Stay frosty.